Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich am Strand. Nein, ich bin im Wald. Und wir machen jetzt Fotos. Und ich dachte, vielleicht kann man so ein bisschen aufnehmen, wie ich hier so rumhüpfe. Und ja, die Fotos könnt ihr dann wahrscheinlich auf Instagram sehen. Genau. Okay. Tatsi in Gefahr. Wir müssen darüber. Wir schaffen das. Das ist aber sehr matschig da. Naja, besser als nichts. Aua. Und da. Und ein Stückchen hier rüber. Und dann. Pferdchen. Geschafft. War ich nicht aufgefährt. Es geht jetzt an unsere Fotolocation. Also hoffe ich. Ich weiß nicht, ob sich der Weg verändert hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten eigentlich da lang gemusst, aber naja. Ich glaube, früher war der Weg nicht so weit, noch am Wasser lang. Eines Tages werden wir es schaffen. Vorsicht, hier ist matschig. Ja, kein Problem, immer wieder gerne. Okay. Die Aufnahme läuft. Hallo an diesem Montag. Ich habe Geburtstag. Ich habe so gerne Geburtstag. Ich habe heute schon mein Geschenk erhalten, beziehungsweise eine Kleinigkeit erhalten. Und wir gehen jetzt gleich noch in die Stadt zum Bummeln. Und dann darf ich mir, wie eigentlich jedes Jahr, irgendwas Schönes aussuchen. Und ich zeige euch aber jetzt erstmal, was ich heute Morgen bekommen habe. Und eigentlich ist es knalligste Geschenk überhaupt, weil ich liebe es. Ich liebe sie. Es ist eine sie. Es ist eine Tasse. Und sie ist großartig. Guckt sie euch an. Ist die nicht niedlich? Oh mein Gott. Meine offizielle Anti-Stress-Tasse. Die ist so süß. Und ich habe da heute Morgen schon Kaffee draus getrunken. Also sie wurde mir so mit Kaffee voll gebracht. Meine neue Tasse. Ich liebe sie sehr. Genau. Dann habe ich heute auch schon eine Karte bekommen. Die war im Briefkasten drin. Von meiner lieben Freundin. Da habe ich dann erstmal ein paar Tränchen verdrückt, weil die echt süß war. Und dann hat mir die andere liebe Freundin
Da scheine ich einen Becher Eis zu bekommen, und zwar leckeres Pistazieneis. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich das bekomme. Ach, ich habe so viele liebe Freunde, ich glaube es gar nicht. Dass ich mal so schöne, tolle Freunde habe, das ist schon was ganz Besonderes und ich freue mich mega drüber. Ja. Es wird heute ein toller Tag. Genau. Gut. Ich wollte mich nur schon mal kurz melden. Und wir gehen jetzt gleich in die Stadt, wie gesagt. Und ich glaube, in der Stadt selber werde ich nichts filmen können. Ihr wisst ja, Menschen und so ist immer ein bisschen schwierig. Und aber je nachdem, was es geworden ist, zeige ich euch das dann, was so meine Ausbeute geworden ist. Genau. Gut, wir sehen uns dann später. Hallo, hallo. Wir haben heute schon den 30. Oktober. Es ist also 2 Tage her, dass ich Geburtstag hatte. Und ja, ich muss gestehen, ich habe dann doch lieber Geburtstag gefeiert, beziehungsweise war halt unterwegs und wir waren ja auch essen und alles und ich habe das dann einfach genossen, statt was zu filmen. Ja, Schande auf mein Haupt. Aber es war ja schließlich mein Tag, also da darf ich ja auch schließlich machen, was ich gerne möchte. Genau, aber ich wollte euch noch die Ausbeute zeigen, die ich erschoppt habe zu meinem Geburtstag. Wir haben einmal, könnte man sagen, Geburtstagsgeschenke. Und wir haben einmal aber auch schon was für die Weihnachtszeit gekauft. Unter anderem 2 Packungen mit 700 Leuchten pro Packung Lichterkette für unseren Weihnachtsbaum. Die zeige ich euch jetzt aber nicht, die müsste ich jetzt wieder rauskramen. Die habe ich nämlich weggeräumt, deswegen die zeige ich euch nicht. Aber was wir sonst gekauft haben, zeige ich dir jetzt. Ich bin irgendwie außer Atem, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht, weil ich gerade Mittag gegessen habe und es jetzt irgendwie schwer im Magen liegt. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit den Weihnachtssachen an, die wir gekauft haben. Genau. So, wir waren bei Action gewesen und beim Action durften diese Lichterketten einmal mit und da habe ich einen Schneebaum gekauft und zwar diesen hier. Der sieht so toll aus, wenn es dunkel ist. Ich blende euch das mal ein. Einfach wunderschön sieht es aus, wie ich finde. Also der ist wirklich, der hat 5 Euro gekostet und der ist wirklich jedes Leuchten wert. Also der ist wirklich, wirklich toll. Und was man auch zugute halten muss, es kommen nur, Moment, hier draußen steht es ja, 2 ganz normale AA-Batterien rein. Also dafür ist der wirklich top. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Falls ihr ein Action habt und den Baum schön findet, kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen. Wir machen doch noch mit der anderen Sache weiter, die ich auch bei Action gekauft habe. Dazu muss ich sagen, ich habe Stifte gekauft. Und ich habe die Stifte deswegen gekauft, weil ich bei einer anderen YouTuberin, nämlich bei Kerstins Life, falls ihr die nicht kennt, ich werde auf jeden Fall den Kanal unten mal verlinken. Der ihre Videos gucke ich auch wahnsinnig gerne. Und die hatte solche Alkoholmarker. Und da habe ich gesehen, dass wenn man in Streifen zum Beispiel malt, dass das nicht so streifig dann aussieht, sondern man malt etwas aus und dann ist es einfach eine schöne Fläche. Und das hast du ja mit normalen Stiften nicht. Und weil ich das so gut fand, habe ich mir bei Action auch Alkoholmarker mitgenommen. Sie hatte ihre, glaube ich, aus dem Amazon, aber ich habe mir jetzt welche bei Action geholt. 60 Stück. Diese Farben sind da drin. Die sind wirklich schön. Das Einzige, was so ein bisschen ist, man muss vorsichtig malen. Also sie haben einmal eine Spitze und eine Pinselspitze.
kann das ja mal eben anhand eines Stiftes zeigen. Hier haben wir die Spitze. Und hier diese Pinselspitze. Und man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn man gerade so an Ecken malt, weil es dazu neigt, zu verlaufen. Aber wenn man das weiß, dann kann man damit trotzdem ganz gut malen, wie ich finde. Ich habe sie nämlich auch schon ausprobiert und sind wirklich schöne Stifte. Ach, hier sieht man es ja. Hätte ich gar nicht aufmachen müssen. Na egal. Auf jeden Fall sind das wirklich sehr schöne Stifte. Die haben 15 Euro, glaube ich, gekostet, 60 Stück. Und dafür malen die wirklich gut, muss ich sagen. So, das stellen wir dahin. Machen wir weiter mit Woolworths. Wir machen weiter mit Woolworths. Bei Woolworths durften insgesamt 3 Sachen mit. Und zwar durften einmal 2 Paar Kuschelsocken mit, ganz unspektakulär, 2 Paar Kuschelsocken, diese halben, wie so Sneaker. Ich liebe Sneaker-Kuschelsocken, deswegen habe ich die mitgenommen. Es gab welche, die hatten hier drinnen so ein gerafftes Stückchen Tüll, aber die fand ich furchtbar, weil es kratzt ja ganz furchtbar dann am Knöchel und das mochte ich nicht. Deswegen ganz normale Kuschelsocken. Und ich habe dort eine Kaffeetasse mitgenommen für 3,50 Euro. Und zwar diese hier. Schon mal passend. Wie gesagt, für die Weihnachtszeit, most wonderful time. Ich finde die echt süß. Den gibt es übrigens auch ohne Mütze. Und dann hat er, glaube ich, 2 Zuckerstangen in der Hand stattdessen. Aber ich fand die sehr, sehr süß. Vor allen Dingen auch hier mit diesem Lebkuchenmännchen fand ich sehr süß. Von der anderen Seite sieht sie genauso aus, nur dass der Lebkuchenmann dann nicht mehr angemalt ist. Aber ansonsten finde ich das eine sehr, sehr schöne Tasse. Genau. Das war das, was wir bei Woolworths gekauft haben. Dann waren wir bei Pepco. Pepco ist, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet, aber wir haben ein Pepco. Und da habe ich auch 2 Sachen für Weihnachten gekauft und die finde ich wirklich toll. Und zwar habe ich ja einmal diesen Übertopf mitgenommen für Blumen. Ich werde mir wahrscheinlich ja wieder einen Weihnachtsstern kaufen. Und da habe ich dann diesen Blumentopf hier mitgenommen für. Dann kann ja auch im Vlogmas-Video dahin gestellt werden. Der hat nämlich ganze 4 Euro gekostet. Da, 4 Euro. Und der ist wirklich groß gemacht. Der ist so groß wie mein Kopf schon fast. Also ist wirklich gut. Und ist sehr hübsch, wie ich finde. Den haben wir mitgenommen. Und dann habe ich eine Kuscheldecke mitgenommen, weil ich die einfach wirklich super süß fand. Und zwar diese hier. Da ist auch ein Lebkuchenmännchen drauf und eine Zuckerstange und die ist wirklich schön. Die ist super weich und kuschelig. Sie hat, mal umdrehen, 7 Euro gekostet und ist 1,50 Meter mal 2 Meter. Bei der Größe kann es halt auch echt nichts sagen und für 7 Euro finde ich, das geht wirklich klar. Also ja, fand ich wirklich, wirklich super niedlich. Deswegen durfte die auch mit. Dann war ich bei Teddy. Beim Teddy war ich wegen einer einzigen Sache, weil ich das bei einer ganz lieben YouTube-Kollegin gesehen habe. Und zwar bei der Tante Dawn. Tante Dawn macht noch nicht so lange YouTube jetzt. Also ich wüsste, habe sie jedenfalls erst letztens entdeckt und mag ihren Content total gerne. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Und sie hatte in ihrem Teddy-Rate-Hall Ohrpuschel gekauft. Und ich fand die so goldig, dass ich davon auch welche haben wollte. Also war ich jetzt beim Teddy und habe die gesucht und habe sie auch gefunden. Ich glaube, sie haben 3 Euro gekostet, weil ich habe den Schniebel oben schon abgeschnitten. Aber wie niedlich kann man denn bitte aussehen? Die sind ja Zucker. Und nein, ich schäme mich auch auf keinste Weise, damit rauszugehen. Ich liebe das. Ich finde die so toll. Das steht mir auch einfach. Ich finde die wirklich großartig. Außerdem sind die wirklich gut an den Ohren. Die sitzen richtig gut. Ich weiß noch, letztes Jahr habe ich mir ja graue gekauft. Die sitzen nicht so gut auf den Ohren wie die hier. Muss ich schon sagen. Also das Einzige hier, das Schild muss ich mir noch abschneiden. Aber ansonsten finde ich die wirklich absolut niedlich, ne?
Ja, ich sehe gerade, ich gucke mich die ganze Zeit da. Ich muss ja da reingucken, um mit euch zu reden. Ach, heute wieder ganz selbstverliebt. Ja, auf jeden Fall, die finde ich wirklich toll. So, und was wäre es für ein Geburtstag, wäre ich nicht im Thalia gewesen. Und ja, da durften ein paar Bücher mit. 4 Stück an der Zahl. Ich zeige sie euch. Sieht noch wuscheliger aus als vorher. Also, Bücher. Fangen wir von oben an. Und zwar, Wo die Nacht verweilt von A.B. Poranek. Dieses hier. Es ist wirklich, also es sieht toll aus, ne, finde ich. Und das hat auch einen ganz tollen Farbschnitt. Ist ja gerade sowieso, gerade haben ganz viele Bücher noch Farbschnitt. Ich glaube, weil das Überbleibsel sind von einer Buchmesse. Und da hatten, ich glaube, gefühlt jedes Buch hatte da einen Farbschnitt auf der Buchmesse. Deswegen haben die meisten Bücher jetzt noch, na, wie heißt es jetzt? Farbschnitt, meine Güte. Kurz entfallen. Genau. Ja, also da freue ich mich schon sehr drauf. Ist ein, es sieht auf jeden Fall schön aus. Also, ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Und ich finde, das Cover alleine ist wahnsinnig schön. Genau. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgedreht. Ein bisschen auch schnell am Reden, was ich ja sonst gar nicht so... Naja, egal. So, als nächstes habe ich von Tricia Levenseller und Daughter of the Pirate King. Dieses hier. Fand ich vom Klappentext auch cool. Ich lese euch den jetzt nicht vor. Ich blende ihn euch einmal hier ein. Falls es euch interessiert, könnt ihr ja kurz Pause drücken und ihn lesen. Übrigens, ja, ich muss unbedingt meine Nägel machen. Das wird echt dringend Zeit, dass ich die mache. So, als drittes Buch durfte mit Asrai, die Magie der Drachen von Liane Mars. Dieses hier. Das sieht auch einfach mega cool aus und hat auch einen Farbschnitt. Und zwar diesen hier. Sieht auch richtig genial aus, wie ich finde. Also, ja. Da halte ich es euch auch einmal rein. Und zu guter Letzt habe ich mir den dreieinhalb teilten Teil. Komisches Wort, aber okay. Da habe ich auch schon ein bisschen angefangen zu lesen. Eine Reihe gekauft. Und zwar von der Caraval-Reihe. Von der Caraval-Reihe war ich ja wahnsinnig begeistert. Und da gab es jetzt einen halbten Teil. Und zwar von Stefanie Gaber halt auch wieder. Und zwar Spektakular. Eine Caraval-Novelle. Dieses hier. Und ich kann euch sagen, dieses Buch ist wirklich schön. Also allein wie das gemacht ist, ist es wirklich schön. Also das sieht man jetzt in diesem Licht natürlich gar nicht so gut. Aber dieses Rot, das glitzert, ja. Dann hat es einen Farbschnitt. Einen sehr schönen. Dann ist es auch irgendwie weihnachtlich. Es hat eine Karte. Und die finde ich auch, ich liebe Bücher, wenn sie Karten haben. Dann hier Frohes Fest. Dann ist das hier, es ist illustriert. Und ich finde es einfach, es sieht so, so schön aus. Also auch hier hinten, das sieht einfach toll aus, das Buch. Ich finde es einfach wahnsinnig schön. Und ich freue mich halt, wie gesagt, den Teil jetzt zu lesen. Also habe ich mich umentschieden, statt meine Gläser zu schütteln, lese ich jetzt erstmal das hier, weil das wirklich, da freue ich mich drauf, das zu lesen. Und ja, genau. Deswegen, das lese ich gerade. Dann war ich noch ganz kurz beim DM drin. Da habe ich mir kleine Spekulatius-Streudeko gekauft für Weihnachten. Dann habe ich von meiner Freundin ein Geschenk gekriegt. Und zwar habe ich da diese hübsch aussehende Kerze mit Holzdeckel und die schnuppert. Oh,
Die riecht so gut, ne? Steht hier eigentlich drauf, nach was die genau riechen soll. Da steht halt nur Entspannung drauf. Aber nee. Für eine Atmosphäre voller Achtsamkeit und Ruhe. Aber Gott, die riecht so gut, ne? Die riecht wie so in so einer Sauna oder so. Also mega angenehm. Und dazu gab es auch, mal kurz rausmachen, diese hübsche Spange. Ich habe einen Ring, der genauso aussieht. Genau, die gab es auch noch dazu. Genau, so viel zu meiner Ausbeute. War echt viel, aber einiges war ja auch Weihnachten, wie gesagt. Und da wird auch noch mal ein bisschen was dazu kommen, höchstwahrscheinlich zu Weihnachten, aber das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt echt lange gequatscht, ne? Es ist eigentlich nur ein Haul. Naja, es wird dieses Mal ein sehr langes Video. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr mögt eher kurze Videos, gell? Naja, gut, jetzt muss da mal ein langes Video am Wochenende ertragen. Es tut mir sehr leid. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt alles wieder zurückräumen und dann mache ich mir jetzt erstmal eine Tasse Kaffee. Und ja, heute kommt noch ein Paket für mich. Und zwar sind da zwei Wecker drin und einmal Batterien. Ich weiß, wer bestellt denn Batterien, aber hast du mal versucht, Lithium-Batterien in einem Laden zu kaufen? Funktioniert nicht. Nie kriegst du Lithium-Batterien. Du kriegst immer nur Alkaline. Aber naja, gut. Darum soll es jetzt auch gar nicht mehr gehen. Ich wollte ja gar nicht mehr weiterquatschen. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Oder so. Gut, ihr Lieben. Bis dann. So, hallo. Ich habe ein bisschen getrödelt die letzten Tage, muss ich sagen. Aber naja, gut. Ich wollte jetzt noch was mit Blättern und Apfelteig machen. Nee, andersrum. Mit Äpfel und Blätterteig wollte ich. Mit Blätter und Äpfelteig. Naja, gut, okay. Warum ist dieses Kamerabild so komisch? Wahrscheinlich, weil hier nur künstliches Licht ist, weil ich die Jalousien nicht hochmachen kann. Weil, naja, Handwerker und so. Nervtötend übrigens, ganz schön. Die ganze Zeit irgendwie in ewiger Dunkelheit zu leben, ist ein bisschen anstrengend. Und meine Pflanzen hier im Wohnzimmer finde ich auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Sobald die immer weg sind, mache ich immer alles auf und dass die Pflanzen Licht kriegen, aber naja, da hört man sie auch schon wieder, die Handwerkers. Und zwar wollte ich jetzt, wie gesagt, was mit Äpfel und Blätterteig machen. Ich dachte, ich nehme dich einfach kurz mit. Ist jetzt auch nichts Besonderes oder so, aber ja, ich dachte, ich nehme dich einfach kurz mit. Ich werde da auch nicht so viel zu sagen, sondern einfach nur die Kamera laufen lassen, weil auch da ist es duster. Also ja, genau. Dann gehen wir mal Äpfel und Blätterteig machen. Tja, und jetzt sehen wir uns doch so wieder, also die Stimme aus dem Off, denn ganz clever, ich habe angefangen, das Ganze zu machen und habe vergessen, auf Start zu drücken, beziehungsweise auf Play, damit es aufnimmt. Ja, ihr habt gesehen, ich habe den Apfel schon geschnitten. Das ist so ein roter Apfel, also der ist rot von innen, ist so ein Halloween-Apfel. Der war jetzt gar nicht mal so rot von innen, den ich davor hatte, den ich gegessen habe, der war ein bisschen roter von innen. Hier mische ich jetzt Zucker, also braunen Zucker und Zimt zusammen. Und dann kommen wir auch schon zu dem Part des Zurechtschneidens. Einmal zip. Naja, auch nicht zip. So, jetzt aber zip durch. Und nochmal. Und Hand gewechselt. Na, wenig. Nochmal. So, schick. Jetzt teilen wir das Ganze noch in der Mitte. Ja, mache ich sehr gut. Mhm. Sehr schön. Genau. So, und dann ritze ich da oben ein. Also immer so zwei Schnitte oben. Dann mache ich zwei Schnitte unten. Und jeweils an den Seiten kommt auch nochmal ein Schnitt hin. Und bis dahin lasse ich mal kurz vorspulen und wir hören uns gleich wieder.
So, ich habe da jetzt Zucker verteilt, habe die Äpfel draufgelegt, habe danach nochmal etwas Zucker drauf gemacht. Und jetzt nehmen wir diese Ecke, die wir eingeschnitten haben, und legen die in die Mitte. Und das machen wir halt mit allen, also allen vier Ecken, die haben wir ja eingeschnitten, kleben die zusammen. Und dann machen wir dann noch ein wenig Milch drauf. Also ich bestreiche das ganz zart mit Milch. Und dann kommt das auch schon bei 200 Grad. So ungefähr, glaube ich, waren es 15 Minuten in den Ofen. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, wie lange die drin waren. Einfach ein bisschen Auge drauf haben und dann klappt das von ganz alleine. So, jetzt ein Tellerchen, ein Tässchen, einen leckeren Haferkakao, schön eingießen und dann gibt es natürlich noch, jetzt gleich, warte, einen Blätterteig. Den lasse ich mir jetzt schmecken und dir wünsche ich einen ganz wundervollen Sonntag. Wir sehen uns ganz bald wieder. Pass schön auf dich auf. Tschüss.